Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Freitag und ich fahre jetzt auf die Arbeit. Und bevor ich auf die Arbeit fahre oder während ich auf die Arbeit fahre, habe ich mir gedacht, erzähle ich meinen Chatzelines, was mir diese Woche passiert ist. Kurze Storytime, weil das glaubt mir keine Sau. Ich hätte selbst nicht geglaubt, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. So, also. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt soweit eine schöne Woche. Wartet, ich muss mich hier erstmal situaten. Also, ich habe es ja in einem Video erwähnt. Ich weiß jetzt gar nicht in welchem, ist ja auch egal. So, nehme ich jetzt die Mülltonne noch mit? Naja, macht nichts. Ah, doch, würde was ausmachen, ist egal. Anyways. Also, ich hatte euch ja erzählt, dass mir jemand mein Auto kaputt gefahren hat und dass sich die Person nicht bei mir gemeldet hat oder irgendwie die Versicherungspapiere ans Auto gesteckt hat oder sonst was. Also ich bin auf jeden Fall auf den Kosten sitzen geblieben und es waren dann auch so $1,500 und das Ganze war ja vor 4, 5, 6 Wochen ungefähr und mir ist damals auf der Fahrerseite hinten Richtung Kofferraum, also jetzt nicht reingefahren, aber ich würde sagen, beim Ein- oder Ausparken ist die Person hängen geblieben und da hatte ich dann halt eine Delle drin und Kratzer. So, habe das Ganze dann, wie gesagt, reparieren lassen, war alles gut. So, meine Lieben, am Mittwoch, wie gesagt, heute haben wir Freitag, fahre ich zu Walmart. Walmart in Fayetteville, ja, also doch schon ein ganz schönes Stück davon entfernt, wie vor 4, 5, 6 Wochen, wie mir der erste Unfall passiert ist. Man kann jetzt also nicht sagen, oh, das war bestimmt die gleiche Person, da mag dich jemand nicht. Nee, glaube ich nicht. Also das wäre... Anyways. Ich fahre auf jeden Fall am Mittwoch zu Walmart in Fayetteville und habe mein Telefon im Auto vergessen. So, und wie ich zurückkomme, hatte ich Anrufe und Nachrichten und saß halt kurz in meinem Auto, um da alles durchzugehen, um zu checken, was ist Sache. Und während ich in meinem Auto sitze, merke ich, wie sich mein Auto bewegt. Ja, also wie wenn euch jemand so leicht an der Schulter anrempelt. Man merkt es, aber war jetzt nicht schlimm. Aber ich habe halt gemerkt, mein Auto hat sich bewegt. Und ich saß dann in meinem Auto und guck so in meinen Rückspiegel und sehe dieses Auto und das Auto stoppt. Da ich aber irgendwie in einem Schock war, in einer Zone, in einer Trance, ich weiß es nicht, bin ich nicht gleich aus dem Auto raus, sondern ich bin erstmal kurz sitzen geblieben und habe dieses Auto beobachtet und sehe dann aber im Rückspiegel, wie die Person die Reifen einschlägt, so nach dem Motto geradeaus weiterfahren. Und das war dann auch der Fall, ja. Also anstatt, dass die Person aus dem Auto raus ist, um zu gucken, hey, was ist da gerade passiert? Ich bin der Person ins Auto gefahren oder ich habe der Person einen Kratzer im Auto hinterlassen. Nein, der junge Mann ist weitergefahren. Und das Ding war, dass der mich nicht gesehen hat, weil ich habe getönte Scheiben und meine Scheiben sind sehr dunkel, so dass man bei mir nicht ins Auto schauen kann. Er hat mich also nicht im Auto sitzen sehen. So, und dann ist er losgefahren. Und ich wie gestochen, ja, ich bin nicht aus dem Auto raus, um zu gucken, hey, was ist da passiert? Nee, Rückwärtsgang rein, Jetselines, rausgefahren und dem Deppen hinterher.
wie der dann gemerkt hat, dass ich ihm hinterherfahre, ist er schneller geworden. Ja? Und ich habe dann gehupt und gehupt und Lichtzeichen gegeben, nix. Dann ist er aus dem Walmart-Parkplatz ist er rausgefahren, also richtig dann in die Stadt rein. Da habe ich mir gedacht, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Da habe ich Polizei angerufen, dann habe ich denen meine Situation erklärt. Und wie wir dann am Rausfahren waren von Fayetteville, also vom Ort, stand die Polizei da und hat uns beide rausgewunken. So, also, wir dann beide dort gestanden, er natürlich vor mir, ich hinten dran. Ich immer noch nicht aus meinem Auto raus, immer noch nicht gewusst, wie groß ist der Schaden, ist da überhaupt ein Schaden? Ich saß dann also in meinem Auto, dann wurde ich natürlich nach meinen Papieren gefragt, ja, Führerschein, Versicherung, Registration, bla 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 bla, hab dem das alles gegeben, hab dem dann die Situation erklärt, also der Polizist war auch sehr nett, muss ich sagen, und dann habe ich gefragt, ob ich aus dem Auto raus darf, weil bei der amerikanischen Polizei muss man da ein bisschen vorsichtig sein, Jetzelites, ne? Das kann man mit der deutschen Polizei nicht vergleichen. Auf jeden Fall habe ich dann gefragt, ob ich mal aus dem Auto raus kann und mir den Schaden an meinem Auto anschauen kann. Dann meinte er, ja, natürlich. Dann bin ich aus dem Auto raus und durch das, dass ich ja gar keine Ahnung hatte, was ist da passiert, ich erstmal überall angefangen zu gucken. Hier bei mir an der Fahrerseite dabei. So weit ist das Auto ja gar nicht eingeschlagen. Aber ich habe halt mal überall angefangen zu schauen. Hier an meiner Türe, bin dann an die hintere Türe, nix gesehen. Dann gucke ich weiter, gucke dann so Richtung Türe, am Rahmen, so ein Stückchen überm Reifen und sehe dann, dass da eine Riesendelle ist, mit Kratzer, ja. Leute, ich stand vor meinem Auto, ich habe geheult, dann habe ich angefangen, ich so, what kind of bullshit is that? Ich habe mich so darüber aufgeregt, dass es eigentlich genau an derselben Stelle war, wie vor 4, 5, 6 Wochen, vielleicht 10 Zentimeter weiter nach links und dass die Delle eigentlich genau so aussieht, ist ja immer noch da, wie vor 4, 5, 6 Wochen. Mir ist so der Arsch geplatzt und dann steht der Polizist neben mir und kriegt ganz große Augen. Und dann habe ich ihm halt die Situation erzählt, dass ich vor ein paar Wochen, dass mir da halt jemand reingefahren ist und hatte keine Nachricht hinterlassen und ich weiß nicht, wer es war und ich habe das gerade erst machen lassen und es waren $1,500 und bin auf den Kosten sitzen geblieben. Und da hat er dann natürlich auch verstanden, warum ich mich da gerade so aufreg. Der Knaller kommt jetzt aber, meine Lieben, dass der Typ, der mir jetzt am Mittwoch reingefahren ist, keine Versicherung hat. So, was bedeutet das jetzt? Dass der Mutti vor Gericht muss. Ja? Es wurde also ein Polizeibericht geschrieben, es wurden Bilder gemacht, hin und her. Und durch das, dass der junge Mann keine Versicherung hat und er wusste, dass er mein Auto gescratcht hat oder... Er wusste auf jeden Fall, er hat keine Versicherung und hat gedacht, wegfahren wäre die bessere Möglichkeit. So, war es nicht, denn er ist ja der Schuldige, was diesen Unfall angeht. Und da ich natürlich nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben möchte und da meine Versicherung zwar das Geld vorstreckt, weiß ich jetzt aber auch noch nicht wann und wie genau. Das musste ich jetzt gestern mit der Versicherung klären. Die rufen mich aber heute im Laufe des Tages irgendwann zurück. Werde ich das Ganze natürlich an das Gericht weitergeben. Er muss dann also die Gerichtskosten bezahlen und. Und das kostet ihn jetzt wahrscheinlich das 4-5-fache von dem, was mein Schaden ist. So, wenn ich jetzt nächste Woche zu meinem Autotypen da gehe, der mir das erste Mal das Auto repariert hat, der denkt sich wahrscheinlich auch, Hä? Weil es wirklich fast genau dieselbe Stelle ist wie vor ein paar Wochen. Und ich jetzt aber mit dem Auto nicht so rumfahren möchte, weil da ist auch so ein Crack im Plastik drin.
und ich Angst habe, dass wenn es jetzt regnet, dass es vielleicht anfängt zu rosten und dass die Schaden dann größer werden und. Und außerdem sieht scheiße aus. Ja, also mich stört es extrem. Eiskaffee? Ja, also ich habe momentan ein Glück, kann ich euch sagen, was mein Auto angeht. Ich bin fassungslos. Ich bin sprachlos. Und bedeutet jetzt also, Auto nochmal reparieren lassen. Passt aber perfekt, weil, wie ich dann nämlich am Mittwoch nach Hause gekommen bin, ich habe das dann natürlich meinem Mann erzählt, der hat mir das nicht geglaubt. Da habe ich gesagt, geh raus, guck dir das Auto an. Ich habe ihn natürlich schon vorher angerufen, ne? Also wie das dann mit der Polizei war und. Aber wie wir dann halt abends am Dinnertisch gesessen sind, der hat mir das nicht geglaubt. Da ist er, geh raus und guck dir es an. Und dann geht er raus und kommt zurück und meint, das ist wirklich fast genau dieselbe Stelle wie vor ein paar Wochen. Da ist er, ja, sag ich doch. Also so ein Glück muss man auch erstmal haben. Ja, auf jeden Fall meinte dann mein Mann, ja, wie wir an dem Dinnertisch gesessen sind, ja, es tut mir leid, dass ich dir jetzt noch schlechte Nachrichten geben muss. Achtung, Achtung, mein Mann muss nächste Woche weg für eine Woche. Ich sag ja, the Army doesn't give a shit, ja, ob Familie, ob Kinder, ob die Frau einen Job hat, weil Tatsache ist ja, jedes Mal, wenn mein Mann weggeht, muss ich ja auch meine Schedule ändern, ja, also meine Schichten. Ja, also es war dann so noch die Kirsche, ja, auf der Eiskugel, aber durch das, dass mein Mann sein Auto nächste Woche nicht mitnimmt, mache ich jetzt genau dieselbe Prozedur, die ich jetzt hier vor ein paar Wochen hatte. Werde also mein Auto am Montag abgeben, werde das Auto reparieren lassen. Wenn alles gut läuft, ist es am Mittwochabend fertig, so dass ich es am Mittwoch abholen kann, wenn nicht am Donnerstag. Hol dann also mein Auto wieder ab und dann warten wir einfach mal drauf, ob das jetzt sowas Regelmäßiges wird. Also wöchentlich kann ich das nicht, ja, das ist zu viel Stress. Monatlich eventuell, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es an meiner Autofarbe. Das ist so, Leute, so viel Pech kann man doch gar nicht haben. Ich habe das Auto gerade erst reparieren lassen. Anyways, ich muss kurz zur Tankstelle, ich bin gleich wieder da. So, Auto ist getankt. Buckle up, buttercup. Ready for work. Ja, wobei, so richtig ready bin ich heute nicht. Heute habe ich keine Motivation. Ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen, Schätzeleins. So unruhig irgendwie. Ich bin ständig aufgewacht, habe gedacht, ich bin zu spät. War 2 Uhr nachts, ja. Dann war 3:30. Für was soll ich denn um 2 Uhr oder um 3:30 zu spät sein? Aber es war so eine unruhige Nacht irgendwie. Und deswegen bin ich heute, ich muss jetzt auf der Arbeit auch den Truck wegräumen. Wir haben gestern Abend einen Truck bekommen und da habe ich heute so gar keinen Bock zu, wisst ihr? So, Motivation von einem Abflussrohr durchhängen, kann ich nur sagen. Und ich glaube, Johann ist heute auch nicht da. Na, dann ist es auch nicht so lustig. Wobei, der hat ja gemeint, der kann hier seine Jokes cracken, ja, wegen meinem Auto. Da habe ich schon zu ihm gesagt, also er kann froh sein, dass du gerade eingekloggt bist, weil wenn er eingekloggt ist, ist er mein Manager. Ja, da spreche ich mit ihm nicht so, wie wenn wir beide nicht eingekloggt sind. Dann sind wir ja auch so ein bisschen befreundet. Aber er war eingekloggt. Ah, okay. Aber die Nadine arbeitet. Mit Nadine ist auch immer sehr lustig. So, meine Lieben, also das wollte ich euch auf jeden Fall erzählen. Und da ich einfach weiß, dass ich jetzt am Wochenende nicht dazu komme, ein Video zu machen. Wochenende ist einfach, nee, kann ich nicht mehr. Und mein Mann dann am Sonntag anfängt zu packen. Und morgen hat Lauren Ballett. Und hinterher gehen wir mit ihr noch auf, wie heißt es bei euch? Bei uns heißt es Fair, bei euch heißt es Rummel? Ja, also so ein Karussell halt.
Schätzeleins. Karussells und Süßigkeiten und Essen. Wie heißt das denn? Volksfest? Nee, Volksfest ist es nicht. Das ist was ganz Kleines. Aber halt mit Karussells. So. Und Lauren findet das ja ganz toll. Ich nicht. Aber da kann der Papa dann mit ihr drauf. So. Mehr gibt's von mir nicht. Reicht aber auch. Wartet. Ich zeig euch. Wartet. So. Könnt ihr es erkennen? Schätzeleins? Hier. Wartet. Also, Kratzer. Da ist jetzt die Riesendelle. Da auch Kratzer. Genau. Also dieser Bereich hier. Und das letzte Mal war es hier. Also genau nebendran. Ja, sieht schon kacke aus. Jetzt muss halt hier der komplette Bereich wieder neu gepaintet werden. Das sind halt so Dinge, die braucht keine Sau. Wisst ihr? Und vor allem nicht zweimal innerhalb von 2 Monaten. Oh, da kommt jetzt ein Truck. Passt der hier durch? Könnt ihr das sehen? Ja, weil das einzigste Glück, was ich jetzt habe, ist wirklich, dass mein Mann nächste Woche geht für eine Woche und dass er das Auto da lässt. Weil ansonsten, das bringt so einen Rattenschwanz mit sich, wisst ihr? Wenn jetzt mein Mann nicht hier gewesen wäre, ich hätte das Auto trotzdem reparieren lassen, hätte dann aber gucken müssen, hey, wann hat mein Mann frei oder kann er sich frei nehmen? Ich hätte ja dann für die Zeit kein Auto. Was dann also bedeutet, ich müsste ihn morgens zur Arbeit fahren, müsste die Kleine in die Schule fahren, dass ich dann tagsüber ein Auto habe, weil bei ihm, wenn er sein Auto nimmt, das Auto steht ja den ganzen Tag da. So, es wäre halt sehr, sehr stressig gewesen. Oder ich hätte dann halt wirklich gesagt, gut, ich habe jetzt für 3, 4, 5 Tage kein Auto. Dann habe ich ja aber auch Arbeitsausfall und verdiene kein Geld. Also es bringt so einen riesen Rattenschwanz mit sich. Es ist jede Menge Stress, unnötiger Stress. Und ich verstehe einfach nicht, wie Menschen ohne Versicherung rumfahren können. Verstehe ich nicht. Und die Kosten, auf denen er jetzt sitzen bleibt, sind 5-mal so hoch, wie wenn er aus dem Auto gestiegen wäre und hätte gesagt, boah, scheiße. Weil ich sag euch ganz ehrlich, also so Arschloch bin ich ja auch nicht. Wenn der jetzt zu mir gesagt hätte, oh ey, tut mir voll leid und bla und ich habe aber keine Versicherung, ich zahle es aus der Tasche. Hätte ich gesagt, komm, regeln wir irgendwie, ne? Durch das, dass der dann aber so Arschloch war und dann wirklich noch weggefahren wäre und dann Fahrerflucht, also wenn die Polizei ihn ja nicht angehalten hätte und rausgewunken hätte, wir wären ja auf den Freeway gefahren. Ja, wir sind aus der Stadt raus und wären dann auf den Freeway, aber ich wär ihm hinterher gefahren. Also eins muss man mir lassen, ich bin ein sehr guter Autofahrer und ich kann auch schnell fahren. Ja, und hier, mein Baby kann was. Ich werde ihm hinterher, ganz klar. Und deswegen, es ist unnötig. Es war einfach unnötig, seine Reaktion, wie er sich verhalten hat, weil er bleibt jetzt auf so viel Geld sitzen. Das Problem ist aber auch, dass so ein Gerichtstermin bis zu 6, 7, 8, 9 Monaten dauern kann. Und nach dem Urteil hat er dann nochmal bis zu 90 Tage Zeit, um da irgendwie einen Widerspruch einzulegen. Und Leute, ich habe doch hier nicht ein Jahr lang Zeit, um hier zu warten, um mein Auto reparieren zu lassen. Nee, ich lasse das jetzt reparieren, behalte die Rechnung und entweder kommt meine Versicherung zu Potte und sagt, okay, wir übernehmen das und holen uns es dann von ihm irgendwie zurück. Oder ich nehme die Rechnung dann einfach mit zum Gerichtstermin und gebe das dann dem Richter oder der Richterin und er muss das dann halt auf die Kosten mit draufsetzen, sodass der mir einen monatlichen Betrag bezahlt oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Das ist mir jetzt aber auch egal. Mein Auto wird nächste Woche repariert, weil so fahre ich damit nicht rum. Und dann hoffe ich, dass wenn mein Auto repariert ist, dass ich erstmal keine Probleme mehr habe. Weil so langsam wird es anstrengend. Ja? So.
Ich gehe jetzt mal arbeiten, meine Lieben. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Hoffe, ihr habt soweit eine schöne Woche gehabt und schicke euch einen dicken Knutscher. Oh, guck mal, ich habe Nägel. Nägel frisch. Halt, wo ist denn die Kamera? Ja. Wie so ein Gestörter. So, also Kamera hier. Könnt ihr sehen? Mit Marbo und dann ganz natürlich und dann ein bisschen Glitzer und auf der anderen Seite andersrum. Ihr wisst schon. Schicki, ne? Habe ich gestern Abend noch frisch gemacht. Ich musste mich entscheiden zwischen Haare färben und Nägel machen und habe mich dann fürs Nägel machen entschieden, weil die anderen Nägel, war schon grenzwertig und sie waren halt sehr lange und ich wusste, ich muss heute den Truck wegräumen. Da habe ich gesagt, nee, machst du lieber die Fingernägel und dann Haare färben am Wochenende. Ja, aber ich habe hier mit meinem Puder und so, sieht keine Sau. Und Kappe habe ich ja auch auf. Alles tutti. So, jetzt aber kommt mal hier zu Potte, meine Lieben. Wir wollten das hier ja kurz halten. Ne? Das seht ihr mal wieder. Ihr könnt euch nicht dran halten. I love you guys. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Passt auf euch auf, bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!